Moin alle zusammen. So, weiter geht's. Edna bricht aus. Ja, letztes Mal hatte ich ja eine Idee, wie es hier weitergehen könnte. Und zwar die Klimaanlage, da wollen wir ja irgendwie durch und die ist noch an. Und ich habe so den Verdacht, wenn wir den Kollegen draußen, der uns bewacht, noch ein bisschen nerven und verärgern, schaltet der die wieder ab und dann kommen wir da vielleicht durch. Lange Rede, kurzer Sinn, so fangen wir an. Hoffentlich. Hey, hallo. Na Süße, was gibt's diesmal? Ich mag den seinen Ton nicht, so spricht man nicht. Nicht mit Patienten. Pfui Deibel. Moment, bin ich jetzt doch ein wenig frisch? Na, ich schätze mal dann, oder? Ich versuch's einfach mal. Jetzt ist mir doch ein wenig frisch. Kannst du die Klimaanlage bitte wieder ausstellen? Nein, die frische Luft wird dir gut tun und dich mit etwas Glück müde machen. Das war doch klar. Das mit dem Notfall hatten wir schon. Minigolf. Ich würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Wer will das nicht? Ja. Hab ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Yep. Ja, bist ein ganz toller. Vater, Minigolf, wir müssen ihn irgendwie verärgern und hier ist er noch so ein bisschen empfindlich. Erzähl mir mehr über deinen Schläger. Ich hab dir doch schon alles gesagt. Mein Vater gab ihn mir. Jep, jep, jep. Ein großer Mann. Ach, da haben wir doch schon was wir brauchen. Ja. Warum nimmst du nicht Papis Schläger und schlägst ihn dir über den Kopf? So etwas Gemeines. Mein armer Vater. Na warte. Mal gucken, ob du immer noch lachst, wenn ich dir die Klimaanlage wieder ausstelle. Bingo. Okay, dann denke ich mal, da oben bewegt sich nichts mehr. Vielleicht können wir ja den Ventilator da jetzt rausprökeln. Ich spreche ihn mal an. Aus dem Weg, störender Rotationskörper. Er sagt nichts. Können wir den einfach nehmen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nehmen kann ich das zwar nicht, aber ich glaube, ich kann ihn mit etwas Krafteinsatz aus der Verankerung drücken. Hilf mal mit, Harvey. Und... Ja. Plopp. Sehr schön. Cool, dann sind wir schon mal aus der Zelle raus. Können wir den noch irgendwie mitnehmen oder so? Wahrscheinlich nicht. Er ist kaputt. Aber man könnte einen prima kaputten Hubschrauber daraus basteln. Was zum Geier sollen wir mit einem kaputten Hubschrauber anstellen? Stimmt. Wir brauchen jemanden, der den Hubschrauber reparieren kann. Okay, oder und den suchen wir uns jetzt. Einfach so einen Weg hier rauszufinden. Umso besser. Da draußen gibt es bestimmt eine Menge Leute, die Hubschrauber reparieren können. Nee, ich glaube, das ist nicht der Plan. Ja, dann lass mal vorwärts gehen. Oh Gott, zum Glück hat sie einen Schlüpfer an. Diese Edna ist ein zäher Brocken, Hulgor. Das ist Dr. Marcells Stimme. Sie kommt durch dieses Gitter. Schnell! Vielleicht können wir ihn belauschen. Was meinen Sie damit, Dr. Marcel? Ich bin mit meinem Latein am Ende. 10 Jahre ist es her und sie kann sich immer noch erinnern. Sie befürchten, dass sie herausfindet, was damals wirklich passiert ist? Ha! Niemand wird ihr glauben. Wer glaubt schon einer Irren? Der Tochter eines verurteilten Mörders. Warum machen Sie sich dann Sorgen? Ich mache mir keine Sorgen. Ich hasse nur ihren Widerstand. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Mein Vater ein Mörder? Offensichtlich ist er etwas faul. Ja, dieser Dr. Marcel vertuscht etwas. Sobald wir heraus sind, müssen wir den Namen meines Vaters reinwaschen. Okay. Sind die da jetzt noch drin? Erstmal gucken. Dr. Marcel und Hulgur sind gegangen. Okay, das ist gut. Schon wieder ein Gitter, Harvey. Und? Soll ich dir jetzt die Zehennägel auch noch vorkauen? Stimmt, ich denke mal, da können wir dasselbe veranstalten wie gerade eben. Wir haben unseren Zehennagel noch. Wir haben unseren Zehennagel noch. Hier, mach mal. Dr. Marcel und Hulgur sind gegangen. Na dann, auf ein neues. Klonk. Langsam werde ich richtig gut darin. Gut, aber bevor wir da reingehen, ich will mal gucken, hier können wir auch durch.
Das will ich mir erstmal angucken. Mhm. Das nennen sie also Klimaanlage. Eins hat so einen Schacht und ein Gitter. Nicht schlecht. Hier kann ich nichts anklicken. Da, eventuell. Ups. So. Die Freiheit von unbarmherzigen Lamellen eines weiteren Gitters zerschnitten. Lass mich raten, wir brauchen Zehennagel? Das klappt so nicht. Ja, wir haben das falsche Ding angewählt. Ach, tatsächlich, der Zehennagel ist jetzt wieder weg? Hä? Ach, den kann man nur zweimal benutzen, oder was? Wie mache ich das denn jetzt? So? Ich habe einen neuen Zehennagel. Das ist so doof, ne? Aber ich glaube, hier wird der nicht helfen, oder? Ja, das wäre eine gute Idee. Leider sind die Schrauben außen und ich komme nicht dran. Ach so. Gut, dann hat sich das hier wahrscheinlich erstmal erledigt, wa? Dann denke ich mal, geh mal hier rein. Okay, was haben wir da? Ein Poloschläger. Ein Meisterstück. Eure Heiligkeit. Kann man den nehmen? Wahrscheinlich, ne? Habe ich den jetzt genommen? Habe ich, alles klar. Schublade. Eine finnische Hartholzschublade mit Blattgoldintarsien. Wo siehst du denn sowas? Das ist nur schnöde Buche. Psst, gerade war der Spieler beeindruckt. Nee, war ich nicht. Doch, ich war beeindruckt. Öffne mal. Zu, das macht mich rasend. Mach doch nicht so einen Krach, Mädel. Das gibt's ja wohl nicht. Was haben wir da, ein schönes? Da ist eine markante Unterschrift von Dr. Marcel drauf. Mhm. Komm, ich hätte auch gerne so eine markante Unterschrift. Warte mal, da war doch was. Was war da? Was? Also, an alles kann ich mich auch nicht erinnern. Und das heißt? Können wir das mitnehmen? Nein, da ist kein geheimer Tresor dahinter. Schade eigentlich. Harvey, sag mal was dazu. Erinnert dich die Unterschrift an etwas, Harvey? Ich erinnere mich vage. Ich glaube, du hast dir damals selbst beigebracht, Unterschriften nachzuahmen. Ich konnte Unterschriften fälschen? Cool! Lass uns in die Vergangenheit tempomorphen. Edna. Ich will diese Unterschrift haben. Edna? Dann kann ich für Dr. Marcel Medikamente aus dem Internet bestellen. Edna. Und in seinem Namen Knebelverträge mit Plattenfirmen unterschreiben. Edna, wir können nicht in die Vergangenheit tempomorphen. Was? Aber du hast gesagt, wenn du was siehst, das dich erinnert? Ja, schon. Aber das hier ist nicht gerade dein altes Poesiealbum. Ich brauche diesmal etwas, das mich in die Situation zurückversetzt, in der du die Fähigkeit gelernt hast. Ach so. Ich soll also die Nadel im Heuhaufen finden. Es hat etwas mit Lernen zu tun. Wenn du ein Relikt aus deiner Vergangenheit findest, etwas, das mit einem Schulunterricht zu tun hatte, dann kann ich uns bestimmt wieder ins Damals bringen. Du meinst Tempomorphen? Ja, Tempomorphen. Okay, dann haben wir schon mal einen Plan, so einen halben. Ein Pokal für Buchstabieren und einer für Tontauben basteln. Tontauben basteln? Als Kind hatte ich immer Angst vor Schränken. Kann man hier oben noch was mitmachen? Hurra! Ich bin die Nummer 1! Jaha! Chimp, chimp, chimp! Ja, aber die erste Nummer 1, das war hier Smitty Würbenjaggerman Jensen, oder wie hieß er noch? Er war die erste Nummer 1, nicht du. Kann man da was kaputt hauen da oben? Wir haben doch jetzt einen Poloschläger, denke ich gerade. Der Doktor ist offenbar ein Poloprofi. Du sollst dagegen hauen damit. Der Doktor ist offen. Ach, schade. Ja gut, dann nicht. Dann lass es doch. Hallo, ihr Kleinen. Hier ist eure Mama. Oh nein, Frank. Schon wieder eine Verehrerin. Ja, Harry. Es ist immer dasselbe mit Gaffern. Oh Gott, ist das doof. Den Schrank. Öffne ihn bitte. Okay. Ist da was drin? Als Kind hatte ich immer Angst vor Schränken. Ach so, mehr sagt sie dazu gar nicht. Was sagt denn der Hase? Was willst du von diesem Schrank, Harvey? Ich mag keine Schränke. Okay, da sind sie sich also einig. Schränke mögen sie nicht.
Ein Schreibtisch aus feinsten Hölzern. Leider liegen hier keine Dokumente über Dr. Marcells Machenschaften herum. Ich wüsste zu gern, was er vorhat. Kann man da irgendwas machen? Ich liebe es. Komm nochmal, weil es so schön ist. Ich liebe es. Ja, ich auch. Kugelschreiber. Ein stromlinienförmiger Stift. Guck mal, Harvey, da liegt was. Oh, ein silbernes Zäpfchen. Das wird sicher kalt im Popo. Ich glaube, es ist ein Stift, Harvey. Meinst du? Aber warum sollte man sich einen Stift in den Popo stecken? Wo er recht hat, hat er recht. Den können wir bestimmt mitnehmen, oder? Ja, schön. Was haben wir hier noch? Die Lampe, Schreibtisch. Nee, das ist alles nur ein Bereich. Da liegt noch ein Buch, ein Lexikon. Lexikon, das. Lexikons, Plural, Lexika, auch Lexiken. Alphabetisch geordnetes allgemeines Nachschlagewerk. Siehe auch Wörterbuch. Das hat die doch nachgelesen. Können wir da mitnehmen? Sehr gut. Was können wir damit anfangen? Lexikon, das. Das hatten wir gerade. Ja. Kann ich das irgendwo mit benutzen? Schreibtisch, der Ablagefläche für Unerledigtes. Ja, ich hab kapiert. Damit können wir uns so ziemlich alles erklären lassen im Spiel. Oh, wie ist das? Hups, die Seite fehlt. Na. Hier ist ein Bild unter Diplom-Ingenieur Medientechnik. Es zeigt einen Elefanten. Seltsam. Alles merkwürdig. Was haben wir hier denn? Bilder. Ein lernender Junge und bin das etwa ich? Komisch, ich bin nur zur Hälfte drauf. Moment, sagte der Hase nicht vorhin, wir brauchen irgendwas mit Lernen? Ich will kein Foto mitnehmen, auf dem ich unglücklich aussehe. Irgendwie kann man doch den Rahmen öffnen und meine Bildhälfte aufklappen. Oh, es wurde abgeschnitten. Gemein. Ich kann den Hasen da ja vielleicht mit benutzen. Was hältst du davon, Harvey? Ich erinnere mich an diesen hässlichen Jungen. Reicht es für eine Rückblende? An diesen dämlichen Alfred will ich mich gar nicht erinnern. Okay, schade. Was haben wir da oben noch? Ein gerahmter Zeitungsartikel über dem Kamin? Das scheint wichtig zu sein. Was ist denn das? Das ist doch mein Vater auf dem Foto. In diesem Artikel steht, dass mein Vater ein Mörder ist. Das ist eine ungeheuerliche Lüge. In den frühen Morgenstunden stellte sich der 41-jährige Mathis Konrad den Behörden, obwohl er sein Vergehen, den Mord an einem 8-jährigen Kind, dessen Namen zum Schutz der Familie nicht genannt werden soll, bereitwillig gestanden hat, erwartet ihn wahrscheinlich die Höchststrafe in diesem Fall. Der Tod, ein Motiv, wollte der Täter nicht bekannt geben. Der alleinerziehende Vater hinterlässt seine Tochter Edna, die der Obhut von Dr. Horatio Marcel, dem Leiter der hiesigen psychiatrischen Heilanstalt, überantwortet wird. Aha, der Bussi Bear Observer, das ist doch mal ein schöner Name. Kann ich hier noch irgendwas klicken? Nee, also raus. Also war da ein Mörder? Wir werden sehen. Gut, ich guck mal kurz, habe ich noch irgendeine Schaltfläche hier? Achso, wir können die Fotos einzeln angucken. Der Stuhl, können wir den benutzen? Der Thron von Dr. Marcel. Können wir den nicht kaputt machen? Hier kann man, glaube ich, alles kaputt machen, oder? Ich könnte mein kaputtes Stuhlbein gegen ein heiles eintauschen. Aber ich mag es so angeknackst, wie es ist. Das finde ich aber auch. Ich will was kaputt machen. Ich dachte, das geht. Keine Wirkung. Ich will randalieren. Kann man hier ein bisschen... Ah, hat sie tatsächlich was hingeschrieben. Ja, Dr. Marcel. ich glaube, man kann nämlich in diesem Spiel so ziemlich mit allem irgendwie interagieren. Alles kaputt machen, alles anmalen und Gedöns. Und das will ich auch nutzen zwischendurch. Jawohl. Nicht so ausführlich wie manche andere, die dann 17 Folgen brauchen, um wirklich alles mit allem zu benutzen. Aber hin und wieder. Es zeigt einen Jungen, der lächelt.
Ich kenne ihn nicht, aber er beginnt mich zu nerven. Mitnehmen können wir es wahrscheinlich nicht, ne? Ich möchte das Foto nicht mitschleppen. Können wir da den Hasen nochmal draufdrücken? Was hältst du davon, Harvey? Ich erinnere mich an diesen hässlichen Jungen. Reicht es für eine Rückblende? An diesen dämlichen Alfred will ich mich gar nicht erinnern. Okay, das hatten wir also schon. Und das wird sich hier auch nicht ändern. Ein altes Foto mit einem spielenden Jungen darauf. Ich glaube, den kenne ich irgendwoher. Gut, dann schauen wir mal. Huch! Oh oh. Wenn das nicht das Fräulein Edna ist, wie bist du aus der Zelle gekommen? Ich hatte Hilfe von außen. Ich musste auf die Toilette, hat mich verlaufen. Ich habe geheime Psy-Kräfte. Dieser Minigolfwächter hat mich freigelassen. Das ist gut, das nehmen wir. Mein Stoffhase hat mich in die Vergangenheit getelemorpht. Das geht dich einen feuchten Fuzzi an. Nee, wir schieben alles hier. Die Wache hat Schuld. Dieser Minigolf-Typ hat mich freigelassen. Stiesel? Er wird immer unzuverlässiger. Dr. Marcel wird toben, wenn er aus der Stadt zurückkommt. Sei's drum. Du kommst jetzt mit. Ich sperre dich zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Ha! Niemals! Du kannst dich nicht ewig hinter dem Schreibtisch verstecken. Wir werden sehen. Oh, wieso denn nicht? Kann ich mich im Schrank verstecken oder so? Nee, wohl nicht. Hier wieder rein? Hey! Verdammt nochmal. Was wird das jetzt hier? Stehen bleiben! Okay, jetzt sind wir wieder da, wo wir zuerst waren. Ja gut, abstechen wollen wir ihn nicht. Ich glaube, das geht auch nicht. Aber vielleicht K.O. schlagen. Kann man das hier einfach so gucken? Pock. Sehr schön. Gut, haben wir ihn K.O. gehauen. Kann man da irgendwas mit anstellen? Edna erschlagen, großes Tier. Unga Bunga. Ja, ich sollte ihn verschwinden lassen. Aber wohin mit ihm? Ja, ich sollte ihn... Aber... Edna erschlagen... Hatten wir schon. Gibt's noch? Sprechen, ja, der wird nichts mehr sagen, oder? Wer ist der Champ? Wer ist der Champ? Edna. Sagt es lauter. Edna. Genau. Mach nochmal den Schrank auf. Vielleicht kriegen wir den Kollegen da reingepackt. Genau. Und wie mache ich das jetzt? So? Ja, ich sollte ihn verschwinden lassen. Aber wohin mit ihm? Ich weiß, der Schrank. Ah, jetzt machst du es von alleine. Sehr schön. Ja, und noch über Kopf rein. Das ist gut. mach wieder zu, den Blödsinn. So, Problem erledigt. Sehr schön. Ja, dann kommen wir jetzt wahrscheinlich hier raus. Okay, ein Flur. Einmal kurz in die Richtung gucken. Hey! Oh, oh. Ich verdufte lieber. Ja. Ach, der kommt uns jetzt nach, warte, ne? Warte gefälligst! Der sieht genauso aus, wie er klingt. Können wir hier wieder rein? Da oben, geht da wieder rein. Der kommt uns hier ja nicht hinterher, denke ich mal, ne? Oder ist er jetzt vielleicht schon wieder weg? Weiß ja nicht, wie schlau der ist. Okay, dann gehen wir hier nach unten erstmal nicht. Er scheint wieder weg. Och, Mann. Was soll das? Wie kommst du nur dazu, hier frei herumzulaufen? Und wie bist du da rausgekommen? Marsch, zurück in die Zelle! Willst du meine Antwort hören? Läppisch! Warum musst du schon früher aufstehen? Yep! Okay, Houdini. Ich weiß zwar nicht, wie du entkommen konntest, aber eins ist sicher, nochmal wird das nicht vorkommen. Das werden wir sehen.
Okay, jetzt sind wir wieder ganz am Anfang, aber wir wissen, wo wir lang können. Ja, Leute, für heute ist erstmal Feierabend. Nächstes Mal geht's weiter. Und ja, schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und das übliche haut rein. Bis zum nächsten Mal, ne? Moinsen.